Hallo, schön, dass du da bist zu Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich, ich bin zweifache Mama, Fitnesscoach und Personal Trainer für Medical Fitness, Life Coach und Tanztrainerin. Meine ganz große Leidenschaft und Mission ist es, Bewegung in den Alltag von Familien zu bringen, für ein bewegungsreiches und aktives und somit auch gesünderes Leben, um somit auch Kindern von Anfang an zu zeigen, wie wichtig es ist, hier im Leben anzukommen und im Leben einfach mehr zu wollen als nur die vier Wände um sich herum. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Da ich immer wieder darum gebeten werde, auf das Thema Ernährung in Verbindung mit Gewichtsreduktion einzugehen, heute für dich die Folge über dieses sehr, sehr, sehr umfangreiche Thema. Und ich möchte am Anfang ein paar wichtige und allgemeingültige Daten einfach mit dir austauschen. Ich versuche mich kurz zu halten, um ja dann zum wichtigen Teil zu kommen, nämlich zu dem Teil, wo es für dich um die Umsetzung geht. Aber ganz wichtig für dich am Anfang ist, wenn du dein Traumgewicht erreichen möchtest, ganz unabhängig davon, wie das aussieht, ist für dich wichtig, dass du ganz allgemein mehr Kalorien verbrauchst, als du zu dir nimmst. Dabei ist aber wichtig, und ich sehe das immer wieder, dass Menschen dann einfach anfangen zu hungern. Und ja, ich habe es ja schon öfter erzählt, auch ich war mal so ein Mensch. Ich habe auch meinen Körper immer wieder traktiert, indem ich ihn einfach mit, ja, Energie, mit Nahrungsentzug bestraft habe. Dabei kannte er für nichts kann mein Körper was. Und deswegen ist für dich ganz wichtig, dass es hier nicht darum geht und dass ich zu keinem Zeitpunkt dir empfehle, zu hungern, auf Nährstoffe zu verzichten, sondern es geht darum zu schauen, wenn du Gewicht reduzieren möchtest, dass dein Umsatz, den du verbrauchst, höher ist als das, was du zu dir nimmst. Wichtig ist für dich hier zu wissen, was dein Grundumsatz ist. Wenn du für den Anfang erstmal schauen möchtest, an welchem Punkt du bist. Und da empfehle ich dir wirklich, dass du einfach mal für eine Woche oder auch für 2, 3 Wochen ein Ernährungsprotokoll schreibst und dir vielleicht mal einfach anschaust, was esse ich denn eigentlich? Welche Energie hat denn meine Nahrung? Und letztendlich ist es so, dass wenn wir erstmal schauen, welchen Umsatz dein Körper braucht, also was er jeden Tag benötigt, sprechen wir von Grundumsatz. Und den Grundumsatz, den kann man sehr, sehr, sehr technisch hochaufwendig errechnen oder herausfinden. Und das hast du natürlich nicht zur Verfügung. Deswegen gilt so eine kleine, zwar etwas oberflächlichere, aber allgemein gültige Regel: 1 Kilokalorien pro Kilogramm pro Stunde. Wenn ich dich jetzt bei mir mal mitnehme und dir das als Beispiel einfach vorrechnen darf. Ich wiege 60 Kilo, also ich rechne 60 mal 24 Stunden, denn ich möchte ja den ganzen Tag wissen, was der Grundumsatz für meinen ganzen Tag ist, und das sind dann 1440 Kilokalorien. Diese 1440 Kilokalorien braucht mein Körper, um sämtliche erhaltenen Körperfunktionen der Organe aufrechtzuerhalten. Und das heißt wirklich alle. Es ist davon abhängig, zum Beispiel der Hormonhaushalt, die Funktion der Organe, die Erhaltung der Substanzen, die die Organe gesund hält und so weiter und so fort. Und um da noch mal ganz deutlich zu sagen, der Grundumsatz ist bei jedem Mensch anders. Deswegen rechne das wirklich einfach für dich aus, damit du einfach mal so eine grobe Vorstellung hast.
Denn der Grundumsatz ist definitiv davon abhängig, wie alt du bist, welches Geschlecht du hast. Das heißt, selbst mein Mann und ich, auch wenn wir jetzt sportlich sind, wir könnten niemals unseren Grundumsatz einfach vergleichen. Das würde nicht funktionieren. Der ist viel größer, der ist viel muskulöser, der ist auch noch ein Mann. ja, genau. Und seine Hormone funktionieren ganz anders als meine, aufgrund seiner Männlichkeit und meiner Weiblichkeit. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, der Grundumsatz, diese 1440 Kilokalorien, die ich gerade für mich ausgerechnet habe, die braucht mein Körper. Die braucht mein Körper, damit er tatsächlich alle lebenswichtigen Prozesse in mir durchführen kann, langfristig. Jetzt kommen wir zu dem Gesamtbedarf meiner Energie. Und die setzt sich aus dem Grundumsatz, den wir gerade errechnet haben, und dem Leistungsumsatz. Der Leistungsumsatz ist für jede Bewegung anders. Das heißt, dass du für alles, was du tust in deinem Alltag, fürs Stehen, fürs Sitzen, fürs Gehen, fürs auf der Couch rumliegen, für alles, fürs Essen, für Sport, für Bewegung, für Spazierengehen, fürs Kids abholen, einkaufen, für alles benutzt du Energie. Dein Körper braucht Energie, um sich zu bewegen. Und das sind schon kleine Bewegungen. Aber natürlich ist es logisch, dass du für kleinere Bewegungen, das heißt fürs Liegen und fürs Sitzen, wesentlich weniger Kalorien verbrauchst als für die Kalorien wie Gehen, Rennen, Hüpfen etc. Dein Leistungsumsatz ist also tatsächlich davon abhängig, welche Tätigkeiten du am Tag ausführst. Und da darfst du wirklich ganz, ganz, ganz genau mal hinschauen, wie sieht denn deine tägliche Bewegung aus tatsächlich? Wie oft setzt du dich hin? Wie oft stehst du einfach nur? Oder wie oft legst du dich hin am Tag? Wie oft bewegst du dich denn tatsächlich? Wie oft geht denn dein Herzschlag mal ein bisschen höher? Wie oft benutzt du den Aufzug, obwohl du die Treppe benutzen könntest? Wie oft parkst du direkt vor dem Einkaufsladen, statt einfach einen kleinen Moment weiter weg zu parken, um einfach vielleicht mal 3 Schritte mehr zu gehen? Wie oft gehst du nicht aus deiner Komfortzone raus? Wie oft bleibst du ganz, ganz gemütlich in deiner Komfortzone sitzen, um einfach so wenig wie möglich dich zu bewegen? Schau mal dahin. Spür mal rein, denn dein Grundumsatz und dein Leistungsumsatz gemeinsam bilden deinen Gesamtenergiebedarf. Und das ist am Ende die Summe, die ausschlaggebend ist dafür, wie viel du essen darfst, um das mal ganz allgemein auszudrücken. Und wichtig ist jedoch, dass du an deinem Grundumsatz auf keinen Fall etwas rütteln darfst. Auf keinen Fall. Denn es ist wirklich wichtig für deinen Körper. Es ist wichtig, dass du deinen Körper mit all seinen Funktionen nicht beeinträchtigst. Denn es passieren hier ganz, ganz, ganz wichtige Dinge. Zum Beispiel, dass dein Blutzucker nicht absinkt, dass deine Hormone ausgeglichen funktionieren. Denn solche Dinge können dir dabei helfen, Geschichten wie Heißhungerattacken und Co. zu verhindern. Ich gehe jetzt mal noch ein bisschen in die Nährstoffe rein. Nährstoffe sind organische und anorganische Verbindungen, die dem Aufbau und der Erhaltung körpereigener Substanzen dienen. Das heißt, Nährstoffe braucht unser Körper, um sich selbst zu erhalten, um ihn gesund zu halten. Und wenn ich jetzt an mich selbst zurückdenke, wie oft ich Wochen, Monate lang immer nur in mich reingefuttert habe, um dann festzustellen, oh ja, jetzt habe ich schon wieder 5 Kilo zu viel und im Umkehrschluss einfach angefangen habe, gar nichts mehr zu essen. Das funktioniert so nicht. Mein Körper ist darauf angewiesen, dass ich ihm regelmäßig, zuverlässig, hochwertige Nährstoffe zur Verfügung stelle. Bei den Nährstoffen unterscheiden wir im Übrigen in verschiedenen Kategorien und es gibt die energieliefernden Nährstoffe, das sind die Makronährstoffe oder auch Hauptnährstoffe genannt. Dazu zählen Kohlenhydrate, Fett,
Eiweiß. Und jetzt wirst du vielleicht denken, aha, ich habe da schon mal was gehört, dass man die Kohlenhydrate weglässt und dann nehme ich ab. Nochmal, diese drei Nährstoffe sind die energieliefernden Nährstoffe. Und natürlich, wenn du jetzt einen der Hauptnährstoffe, der Makronährstoffe weglässt, nimmst du erstmal ab. Aber was fehlt dir denn dann? Energie. Was kannst du denn dann vielleicht nicht mehr machen? Also ich als Läuferin, es wäre fatal, wenn ich die Kohlenhydrate weglasse. Aber denk doch mal drüber nach, welche Kohlenhydrate du zu dir führst. Schau dir doch mal deine Ernährung an. Wann isst du Kohlenhydrate? Und dann überleg mal, was sind denn das eigentlich? Was ist das, was du isst, wenn du Kohlenhydrate isst? Da liegt nämlich dann tatsächlich die Herausforderung an der Qualität. Die Qualität deiner Ernährung. Und nicht an den armen Kohlenhydraten, die nichts dafür können. Und auch die Fette können nichts dafür. Und es geht auch immer darum, in welchem Gleichgewicht du isst. Es geht darum, dass du nicht hier jeden Tag einen Riesenberg Nudeln in dich reinstopfst. Darum geht es nicht. Aber die Nudeln können an sich nichts dafür. Sie sind im Übrigen mega lecker. Genauso wie das leckere frische Brot vom Bäcker. Vom guten Bäcker. Gehen wir weiter im Text. Die essentiellen Nährstoffe, das sind die lebenswichtigen Nährstoffe. Das sind Nährstoffe, die unser Körper nicht aus anderen Nährstoffen, die wir ihm zuführen, synthetisieren kann. Das heißt, er ist darauf angewiesen, dass wir in unserer Ernährung durch unsere Nährstoffe diese Stoffe ihm hinzufügen. Denn sie sind lebenswichtig. Zu diesen lebenswichtigen Nährstoffen gehören zum Beispiel Vitamine, essentielle Aminosäuren, essentielle Fettsäuren, Mineralien, Spurenelemente und ganz wichtig Wasser. Da werde ich aber noch mal drauf eingehen. Dann weiter sekundäre Pflanzenstoffe sind zum Beispiel Antioxidantien, Carotide. Das sind gesundheitsfördernde und erhaltende Nährstoffe. Ja, diese braucht also unser Körper, um ja einfach unsere Gesundheit zu fördern, unser Wohlsein zu fördern. Und ein weiterer Nährstoff, und der ist so, so, so wichtig, und ich finde, im Vergleich zu den Dingen, die man alles weglassen sollte, hört man darüber relativ wenig. Das sind die Ballaststoffe. Und das sind unverdauliche pflanzliche Kohlenhydrate. Und die findest du beispielsweise in Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte. Und wichtig ist hier, die Ballaststoffe immer in Verbindung mit genügend Flüssigkeit zu sehen. Denn Ballaststoffe verzögern die Magenentleerung. Das heißt, Ballaststoffe bleiben extrem lange im Magen, was den Effekt hat, dass du ein langes Sättigungsgefühl hast. Und das ist wirklich auch erstmal der erste Effekt. Und der zweite Effekt ist, dass die Ballaststoffe langsamer im Darm aufgenommen werden und dadurch natürlich auch der Blutzuckerspiegel, wenn du gegessen hast, nicht sofort in die Höhe schnellt. Denn dieses extrem Hochsteigen des Blutzuckerspiegels bewirkt nämlich eins, dass er nämlich ganz schnell wieder absinkt. Und es ist bei qualitativ minderwertiger Ernährung ist es ganz, 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 ganz ausschlaggebend. Und da kannst du mal in dich reinfühlen, wenn du diesen Effekt kennst, dann guck unbedingt da mal hin. Der Blutzuckerspiegel geht nach dem Essen hoch und sinkt rasant ab. Die Folge davon ist Heißhungerattacken. Dieses kurz nach dem Mittagessen, oh, ich brauche was Süßes, ich brauche was Süßes. Typisch. Typisches Anzeichen dafür, dass der Blutzuckerspiegel durch die Ernährung extrem hoch angestiegen ist und sofort wieder abgesunken ist. Deswegen schau mal da rein, spür mal da rein, was das bei dir eventuell ausmacht, welchen Anteil, wie oft du dieses Gefühl hast. Und dann kannst du da einfach mal vielleicht mal reinschauen, ob du da den einen oder anderen Weg anders gehst. Nochmal zu der Flüssigkeit in Verbindung mit den Ballaststoffen. Wichtig ist, Ballaststoffe haben eine sehr hohe Wasserbindekapazität. Und
Ballaststoffe, die saugen quasi das Wasser auf, wenn du das mal so vorstellen kannst, wie so ein Schwamm. Und wenn du das mal in deinem Darm dir jetzt vorstellst, das ist jetzt vollgesogen mit Wasser und es ist jetzt extrem groß und es geht so durch deinen Darm durch. Und das ist extrem wichtig, denn dadurch muss der Darm arbeiten. Der muss arbeiten, um diese große Masse durch den gesamten Darm, durch die einzelnen Abteilungen durchzutraktieren. Und die Darmaktivität ist so ausschlaggebend, nicht nur für unseren Stoffwechsel, sondern letztendlich auch für unser Immunsystem. Unser Darm ist das Mittel für ein gesundes Leben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir darauf achten, dass wir uns auch bewusst werden, das, was wir essen, wird nicht nur ein Teil von uns, sondern es macht was mit uns. Wenn ich nur Zucker, Gummibärchen, Schokolade, Fastfood, was auch immer in mich reinstopfe, mag das vielleicht für den ersten Moment geil sein, aber denk doch mal weiter. Denk doch mal weiter, was das mit dir macht. Das wird erstmal ein Teil von dir und das ist das, was dein Immunsystem ausmacht. Und wenn du jetzt mal an Gummibärchen, Schokolade, Fastfood und Co. denkst und das mit deinem Immunsystem in Verbindung setzt, dann sei mal ganz ehrlich zu dir, wie gesund bist du? Welche Chance hast du, gesund zu sein? Und das ist wirklich einfach mal so ein Bild, was du dir einfach mal mitnehmen darfst, in dein Herz einschließen darfst und einfach mal denken darfst, okay, was will ich denn? Was will ich denn? Möchte ich denn einfach mal ein geiles, uneingeschränktes Leben haben, nicht ständig einen Schnupfen, nicht jeden kleinen Bakterium mitnehmen? Und auch wenn ich nicht mit diesem ganzen Coronavirus-Hype mitgehe, kann ich nur eins sagen, es wird immer ganz viel gesagt, es wird diskutiert über Mundschutz und Co. Keiner spricht oder sehr, sehr wenige Experten sprechen darüber, und die Medien erst recht nicht im Übrigen, was sie tun können, die Menschen, um gesund zu bleiben, auf ihre Ernährung zu achten, sich zu bewegen, zu schauen, dass einfach die Ernährung so qualitativ hochwertig ist, dass es um Immunsystem unterstützt wird. Und das ist es doch. Das ist es. Das ist es. Und das unabhängig von Corona, das geht für jede Krankheit. Ich habe noch nie in meinem Leben Angst gehabt, einen Einkaufswagen anzufassen. Ich hatte noch nie im Leben Angst gehabt, dass mein Kind seinen Keks vom Boden isst oder dass es mit irgendeinem Kind knutscht oder kuschelt oder sonst was. Ich hatte noch nie Angst. Denn letztendlich, die Bakterien sind den ganzen Tag um uns herum. Und wir sehen sie nicht. Die Viren sind den ganzen Tag um uns herum. Wir sehen sie nicht. Und es ist auch total in Ordnung. Das gehört zum Leben dazu. Das Wichtige ist, was tue ich denn für meinen Körper, um ihn zu unterstützen, mit diesen Dingen fertig zu werden. Das ist auch immer dieses Thema kalte Füße. Natürlich ist es für den Körper eine Wohltat, keine kalte Füße zu haben. Jedoch wird man von kalten Füßen nicht krank. Man wird krank aufgrund Bakterien und Viren. Und das sind einfach so Dinge, die du vielleicht einfach mal im Hinterkopf behalten darfst, dass du einfach mal schauen darfst. Ernährung ist nicht nur Energie, es ist nicht nur was, was in deinen Körper reingeht und zu deinem Teil von deinem Körper wird. Es ist ein Mittel, in dem du dich vorbereiten kannst in Bezug auf Bakterien und Viren. Das ist deine Chance, es ist deine Chance, einen Beitrag für dich zu leisten. Deine eigene Ernährung. Genau, um nochmal auf die Ballaststoffe zurückzukommen, um diesen kleinen Teil abzuschließen. Es ist wichtig, dass du genügend Flüssigkeit zu dir nimmst. Denn so kannst du deinen Körper auch damit unterstützen, mit deiner gesamten Ernährung, aber besonders die Ballaststoffe durch deinen Darm hindurchgleiten zu lassen. Und das ist wichtig, denn die Ballaststoffe helfen dir dabei, regelmäßig deinen Körper zu entleeren. Und die Entleerung ist auch ein wesentlicher Punkt in der Ernährung. Alles, was oben reinkommt, kommt, beziehungsweise die Abfallprodukte kommen unten wieder raus. Und darüber darfst du reden, darüber darfst du nachdenken. Auch das ist ein Teil deines Körpers. Das gehört dazu. Und
Einfach mal drüber nachdenken, wie oft gehst du denn auf Toilette? Ich kenne Menschen, die ganz offen und auch sogar mit ein bisschen Stolz sagen, ich gehe nur einmal die Woche auf Toilette. Jetzt denk mal drüber nach, wenn du dein Essen, ja, wenn du dir eine sag's mal, du machst mit deinen Kindern Nudeln und du nimmst die Nudeln und stellst sie bei 36 Grad in die pralle Sonne für eine ganze Woche auf dem Balkon oder auf die Terrasse. Und dann mach mal die Nudeln auf. Was ist denn das? Und in unserem Körper laufen noch so viele chemische Reaktionen ab. Das kommt noch dazu. Deswegen, behalte es mal im Hinterkopf. Alles, was oben reinkommt, darf auch wieder raus. Denn alles, was drinne bleibt, wenn du es mal ganz allgemein sagst, verwest in dir. Möchtest du das? Und wenn du da Herausforderungen hast in dem Hinblick, schaue hin, was isst du? Schaue hin, trinkst du genug? Schaue hin, bewegst du dich genug? Wenn du mal nicht auf Toilette gehen kannst, geh doch mal eine Runde laufen, geh doch mal einen bisschen schnelleren Spaziergang an den Tag legen oder walken oder mach mal richtig ein geiles Workout. Dann wirst du sehen, dass deine Ernährung ganz einfach, dass dein Stoffwechsel sich dadurch auch schon reguliert. Ich kann auch immer wieder das Beispiel sagen, wenn wir mit dem Bus unterwegs sind, dann fahren wir meistens mehrere Stunden, manchmal sogar 2, 3 Tage hintereinander. Und da habe ich auch meine Herausforderung mit meinem Stuhlgang. Weil ganz einfach durch das viele Sitzen mein ganzer Stoffwechsel eingeschränkt ist. Dadurch, wenn man unterwegs ist, kocht man auch nicht gerade hochwertig. Das heißt, es gibt dann doch mal schnell den Snack. Und das hat alles eine Auswirkung auf meinen Körper. Und nur diese 2, 3 Tage maximal machen mit meinem Körper schon so viel. Und es gibt Menschen, ganz unabhängig davon, ob du dazu gehörst oder nicht, die leben das. Die leben damit, dass sie immer einen Blähbauch haben. Die leben damit, dass sie immer ein Völlegefühl haben im Magen. Sie leben damit, dass es einfach so ist, dass sie nur einmal die Woche auf Toilette gehen. Sie leben damit. Und das Schlimme daran ist, dass darüber auch nicht gesprochen wird. Meistens. Genau, wenn ich meine Klientinnen darauf anspreche, dann ja, sind sie auch mal leicht irritiert und etwas ja, errötend, weil sie es einfach auch nicht kennen. Und das muss man, glaube ich, auch üben, erstmal darüber zu sprechen, dass man auf Toilette geht, was man da tut und wie das denn eigentlich aussieht. Das gehört nämlich auch mit dazu, einfach mal zu schauen, wie sieht denn mein Stuhlgang aus? Wie sieht denn auch der Urin aus? Was auch ein Indiz dafür ist, wie deine Ernährung ist. Denn wir kommen jetzt zum letzten Nährstoff, der wirklich wichtig ist, Wasser. Der Mensch besteht zu 70% aus Wasser. Und auch wenn hier die Diskussionen immer ein bisschen hin und her gehen, wie viel Wasser man trinken sollte. Wichtig ist, du brauchst Wasser. Deine Nahrung braucht Wasser. Dein Darm, dein Magen braucht Wasser, um einfach alle Dinge zu transportieren. Wasser ist so wichtig. Wasser ist einfach für deine Haut wichtig, für deinen gesamten Organismus wichtig, für dein Blut wichtig. Ich habe es schon mal erwähnt, ich merke zum Beispiel sofort, wenn ich zu wenig Wasser getrunken habe, merke ich zum Beispiel sogar an meiner Menstruation, dass die schwerfälliger abläuft. Und so weiter und so fort. Das sind so viele Kleinigkeiten. Meine Haut wird trockener. Ich habe das Gefühl, dass ich müder werde insgesamt. Ich achte extrem doll auf meinen Wasserhaushalt. Jedoch gerade durch den Sport ist es immer mal so, dass ich doch manchmal etwas unaufmerksam bin und ins Wasserdefizit gerate. Und ich merke das sofort. Und mein Körper, der sagt dann auch immer noch ein paar Stunden später noch, du, was er auch darf. Was er auch darf, weil er braucht es. Mein Körper wurde so geschaffen, dass er das alles braucht. Und das darf auch irgendwo, ja, einfach zu deinem Leben dazugehören. Dass du vielleicht einfach anfängst, dich mit deinem Körper zu vertragen, aufzuhören, dich ständig mit ihm zu zanken darüber, was er braucht und was nicht. Und hinzuschauen, welche Qualität deine Ernährung hat. Wenn du jetzt denkst,
Ja, jetzt hat sie mir ja immer noch nicht gesagt, was ich essen soll. Wenn du mir jetzt schon eine Weile folgst, wirst du wissen, dass Ernährung aus meiner Sicht was unglaublich Individuelles ist. Ich kann dir nicht das Geheimrezept geben. Und auch wenn dir alle anderen da draußen versprechen, oder ich sag mal nicht alle anderen, sondern die Diätindustrie dir verspricht, esse das, dann bist du schlank. Ess das nicht, dann bist du schlank. Das ist Quatsch. Dein Körper ist unglaublich individuell. Dein Körper sagt dir ganz genau, was er braucht. Du darfst bloß anfangen zuzuhören. Und ich kann dir nicht sagen, was du isst. Das kann ich dir sagen, wenn du mit mir arbeitest und du mir dein Ernährungsprotokoll gibst, ich mir es anschaue und wir Stück für Stück über mehrere Wochen hinweg gucken, was dein Körper verträgt und was nicht, wie dein Körper auf gewisse Dinge reagiert und auf welche nicht. Das muss aber von dir kommen. Und ich sage da auch immer wieder dieses Beispiel mit unseren Autos. Und auf unsere Autos geben wir ja alle ganz, ganz, ganz doll Acht. Die Autos sind alle sauber, die haben immer Öl, ja, die werden regelmäßig betankt, kriegen einen TÜV und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt mal überlegst, wann hast du denn bei dir letztes Mal einen TÜV machen lassen, dann weiß der ein oder andere das gar nicht mehr. Und unsere Autos sind einfach mal ein super Vergleichsmittel, weil es gibt auch hier, es gibt Diesel, es gibt Benziner, es gibt Elektroden, es gibt Hybriden und alle brauchen den Stoff zum Fahren, der individuell auf die Maschine abgestimmt ist. Und so ist es auch mit unserer Ernährung. Ich kann in meinen Benziner kein Diesel reintanken, nur weil ich der Meinung bin, das ist gerade günstiger. Ich kann nicht ein Stromkabel in meinen Tank reinhalten, weil ich denke, ich will jetzt mit Strom fahren. Das funktioniert nicht. Und genauso individuell darfst du deinen eigenen Körper anschauen. Und du darfst dich, auch wenn du jetzt denkst, oh, ich habe da keine Zeit dafür, du darfst einfach anfangen hinzuschauen. Du darfst anfangen, achtsam zu sein mit deiner Ernährung. Du darfst hinschauen, was du isst und was am Ende rauskommt. Du darfst hinschauen, wenn ich mittags mein Eisbein gegessen habe, bin ich danach müde oder bin ich total fit und denke, ja, jetzt geht's los. Da darfst du hinschauen. Und ich werde dir nicht sagen, was du essen darfst und was nicht. Das Einzige, was ich dir an die Hand geben möchte, ist, dass du einfach deine Qualität insgesamt anschaust. Dass du hinguckst, was du isst. Dass du hinschaust, dass dein Körper alle Nährstoffe bekommt, die er braucht. Und nicht anfängst, Fett nicht mehr zu essen, anfängst, Kohlenhydrate nicht mehr zu essen, nur weil dir es irgendjemand mal erzählt hat. Sondern einfach hinzuschauen, welche Qualität hat denn mein Fett? Welche Qualität haben denn meine Kohlenhydrate? Da darfst du hinschauen. Und wie gesagt, wenn du Hilfe brauchst, meld dich bei mir. Genau, und was ganz wichtig ist, neben dieser Individualität, ist, dass du anfängst, Ernährung mit etwas Schön zu verbinden. Für viele ist Ernährung ein Problem und für mich war Ernährung auch viele, viele Jahre ein Problem. Ich hatte wirklich eine grenzwertige Ernährungsform und mein Körper konnte damit nicht umgehen. Ich konnte damit nicht umgehen. Und abgesehen von den vielen Heißhungerattacken, die ich hatte in meinem Leben, in den vielen Fressattacken, und das sind wirklich Fressattacken gewesen, die ich hatte, war mein ganzer Hormonhaushalt durcheinander. Ich war teilweise schwach, müde, unausgeglichen, teilweise ja emotional total unausgeglichen. Das sind alles Dinge, die auch mit der Ernährung sich regulieren, die sich einfach ja selbst heilen in einer Ernährung. Aber wichtig ist ganz einfach auch für dich, dir selbst da Zeit zu geben. Denn auch wenn du jetzt denkst, du ernährst dich jetzt mal eine Woche wirklich gesund und du achtest darauf, musst du nicht glauben, dass sofort alles wieder wie geschmiert läuft. Dein Körper braucht Zeit. Dein Körper ist nachtragend in solchen Dingen. Und du darfst da wirklich einfach eine Regelmäßigkeit für dich entwickeln. Du darfst einfach anfangen zu sagen, yes, ab heute für meinen Körper, nicht gegen meinen Körper. Anzufangen, deinen Körper als deine
ja, persönliche Maschine, dein persönliches Auto anzusehen, in dem du drinne sitzt und das du so gut pflegen darfst, wie es nur geht, um dich drinne wohlzufühlen. Und wenn du mit solchen Bildern beginnst zu arbeiten, wirst du feststellen, dass es Stück für Stück, langsam, aber allmählich immer besser wird. Dass du einfach mal dich im Spiegel anschaust und beginnst, wirklich dich zu sehen, deine Individualität. Und vielleicht mag dein Bauch nicht der perfekte sein, vielleicht mag die Brust nicht die perfekte zu sein, was auch immer. Wer entscheidet das, was perfekt ist? Wer sagt dir, dass deine Brust nicht wunderschön ist? Wer sagt dir, dass dein Bauch zu dick ist, zu faltig ist? Wer sagt das? Wer setzt denn hier den Standard? Du. Und du hast dich wahrscheinlich von irgendwelchen Dingen beeinflussen lassen. Du hast ein Bild im Kopf, wie das auszusehen hat. Obwohl ich festgestellt habe, dass viele nicht mehr wissen, wie es auszusehen hat, sondern einfach nur sagen, es ist zu viel. Der soll weg. Der wird nicht weggehen. Und du brauchst deinen Bauch. Dein Bauch ist total wichtig. Der schützt von außen deine inneren Organe, deine Bauchmuskulatur. Wenn du sie trainierst, beginnt dein Darm zu unterstützen, weil nämlich die Bauchmuskeln deinen Darm leicht massieren und somit dein ganzes Verdauungssystem unterstützen. Es ist wichtig, dass der Bauch da ist. Und schau doch einfach mal hin, was ist. Und wenn du sagst, du hast Übergewicht, ja, erkenn's an und geh los. Wenn du sagst, Schluss mit Übergewicht, hin zu Aktivität, Vitalität, gehe raus ins Leben, dann geh los, dann mach. Und du wirst sehen, es geht Stück für Stück und es geht nicht von heute auf morgen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist einfach ein Prozess, den du durchlaufen darfst. Und wichtig ist einfach mal, es ist total unabhängig, ob du 5, 6, 7 oder 10 Kilo abnimmst. Wichtig ist, dass du beginnst, dich mit deinem Körper zu versöhnen, aufzuhören, dich ständig mit ihm zu streiten und ständig anzufangen, an ihm rumzumäkeln. Stell dir mal vor, bei dir würde jeden Tag jemand vorbeikommen und sagen, du würdest dich total schlecht fühlen und das tust du mit dir selbst. Das machst du wahrscheinlich mit dir selbst. Also ich gehe jetzt einfach von mir aus, das habe ich ständig von mir selbst gemacht. Ich habe stets und ständig in den Spiegel geguckt und habe einfach erstmal so richtig alles an mir ausgelassen und habe dann total niedergeschlagen und fertig gemacht, angefangen, mein Leben zu leben. Und das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Du darfst anfangen, einfach zu denken, ich bin das Beste, was mir jemals passiert ist und ich liebe mich bedingungslos. Und du darfst diesen Satz einfach mal vielleicht für dich wirklich verinnerlichen und mal reinspüren, ob beim Reden dieses Satzes bei dir irgendwelche Widerstände kommt. Wenn du zum Beispiel spürst, dass es im Hals irgendwie auf einmal eng wird oder du irgendwie in der Brust, im Kopf, dass du einfach merkst, wow, da erhöht sich der Druck in deinem Körper irgendwo, das kann überall im Körper sein. Wenn du diesen Satz sagst, ich bin das Beste, was mir je passiert ist und ich liebe mich bedingungslos. Probier es aus. Stell dich jetzt vor den Spiegel. Zieh dich am besten dabei aus. Ganz nackig. Stell dich vor deinen Spiegel. Schau dir ganz tief in die Augen und sage diesen Satz immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Und spür einfach nur mal rein, wie sich das für dich anfühlt. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, das geht gar nicht, das kannst du nicht, dann kann ich dir sagen, das ist ein innerer Anteil in dir, dein Bodyguard, der dich davor beschützen will, dass du aus deinem jetzigen Punkt, wo du jetzt stehst, dich herausbewegst, aus deiner Komfortzone. Das heißt, wenn du jetzt dem widerstehst und sagst, nee, mache ich nicht, was sind das für ein Blödsinn? Geht gar nicht. Dann bleibst du dort, wo du bist. Dann bleibst du einfach da. Das wird sich nichts ändern. Du wirst einfach auf deinen Bodyguard hören und sagen, ja, okay, ich bleibe jetzt hier. Es wird sich aber nichts ändern. Und es ist auch wahrscheinlich, wenn du mal 2 Kilo abgenommen hast, dass du vielleicht denkst, oh, wie toll, man sieht die 2 Kilo. Aber sobald man die nicht mehr sieht und
Dein Auge gewöhnt sich an dein Erscheinungsbild. Du siehst irgendwann nicht mehr diese 2 Kilo. Und auch deine Außenwelt sieht die 2 Kilo nicht. Dann geht das Spielchen von vorne los. Deswegen, du darfst Frieden schließen mit deinem Körper. Ganz unabhängig, was da jetzt gerade in dir hochkommt, wenn du an diesen Satz denkst. Ich bin das Beste, was mir je passiert ist und ich liebe mich bedingungslos. Schließe Frieden. Und erst dann wirst du spüren, dass es besser wird. Dass es geil wird. Und wenn ich dir von meiner Sicht was sagen darf, ich habe 2 Kinder bekommen. Mein Bauch hat so hübsche Lachfalten. Und ja, ich arbeite dafür. Ich arbeite dafür für eine starke Körpermitte. Und eine Zeit lang war es mir extrem wichtig. Da habe ich immer gesagt, oh, ich will einen Waschbettbauch. Ja. Und ich arbeite trotzdem noch dran. Aber ich fühle mich wohl, ganz unabhängig davon, ob ich da diese kleinen Muskeln da auf meiner Bauchoberfläche sehe oder nicht. Ich weiß, dass meine Bauchdecke extrem stark ist und ich weiß, wofür sie da ist. Ich weiß, dass ich damit meinen Darm und mein gesamtes Verdauungssystem unterstütze. Ich weiß, dass ich damit meinen Rücken unterstütze, meine gesamte Wirbelsäule stütze, damit sie wirklich aufrecht steht, dass ich meinen Sohn hochheben kann, der mit seinen 2 Jahren einfach immer noch das Bedürfnis hat. Und auch meine Große mit ihren fast 5, dass ich die immer wieder mal hochnehme, weil sie gerade gestürzt ist, sich wehgetan hat. Und ich damit das einfach kompensieren kann. Ich trainiere für meinen Körper, für mein Leben. Dass ich einfach mal reagieren kann, dass ich einfach meine 5-Jährige einfach mal in den Arm hochnehmen kann und sie mal kurz die Treppe hochtragen kann, weil sie gerade weint oder was auch immer. Ich arbeite mit meinem Körper zusammen für ein richtig, richtig geiles und uneingeschränktes Leben. Ich will ankommen im Leben. Ich bin angekommen im Leben. Und ich kann dir sagen, es hat lange gedauert. Es hat nicht nur eine Woche gedauert oder 8 Wochen, wie die Diätindustrie dir es immer vorgaukelt. Das dauert. Das ist ein Prozess auf mentaler Ebene und auf körperlicher Ebene. Jedoch, wenn du heute noch losgehst, hast du schon mal einen Schritt getan und du darfst da jeden Tag neu dran arbeiten. Jeden Tag. Jeden Tag deines Lebens. Und es hört nicht auf. Und ganz wichtig ist einfach, dass du nicht nur die Ernährung betrachtest einzeln, sondern immer die Bewegung auch. Denn um nochmal auf deinen Leistungsumsatz, den ich am Anfang erklärt habe, zurückzukommen, umso mehr deine Muskeln trainiert sind, gerade diese großen Muskulaturen, also die Beinmuskulatur beispielsweise, die brauchen mehr Leistungsumsatz. Umso besser sie trainiert sind, brauchen sie mehr Kalorien, auch im Ruhezustand. Und die darfst du dann natürlich mehr essen, wenn du möchtest. Deswegen ist es so wichtig, dass du halt einfach auch beginnst, einfach zu schauen, was braucht denn mein Körper? Habe ich Rückenschmerzen? Dann fang an, den Rücken zu unterstützen. Schau rein, was er braucht. Möchtest du die Muskulatur erstmal lösen? Arbeite mit Wärmetherapien, mit denen, mit einer Faszienrolle. Beginn vielleicht mit Yoga, das ist super, super effektiv, wie ich finde, für den Rücken. Und beginne deine Muskulatur aber insgesamt aufzubauen. Denn deine Muskulatur verspannt, weil sie einfach mal irgendwo kollabiert, weil sie überfordert ist, weil du vielleicht auch einen Stresspegel relativ hoch hast. Schau doch mal hin, wie oft am Tag läufst du denn emotional am Limit? Das mag vielleicht in deinem Alltag jetzt gerade nicht anders umsetzbar sein, aber schau hin, dass du dafür einen Ausgleich schaffst. Dass du dir einfach mal einen Moment Ruhe am Tag gönnst und dass du diese Ruhe, ganz wichtig, Ausrufezeichen, nicht damit benutzt, dein Handy zu nehmen und bei Instagram und Facebook nachzuschauen, sondern einfach vielleicht mal kurz die Augen schließt und einfach dir mal denkst, Ruhe. Einfach mal Ruhe. Vielleicht deine Sinne aktivierst, indem du mal reinfühlst, was du sehen kannst, was du riechen kannst, was du hören kannst, was du fühlen kannst, was du schmecken kannst. Indem du vielleicht ganz einfach einen selbstgewähltes Mantra vielleicht dir vorsprichst. Zum Beispiel, ich bin das Beste, was mir je passiert ist und ich liebe mich bedingungslos. Ist eine Möglichkeit. Du kannst so, so viel machen. Du kannst auch einfach nur den Vögel lauschen. Oder du gehst spazieren meine Runde und achtest einfach ganz bewusst auf deine eigene Bewegung deines Körpers.
Es gibt wirklich da vielfältige Möglichkeiten, ganz einfach etwas Entspannung in deinen Körper hineinzubringen, deinen Kopf einfach mal auszuschalten. Was im Übrigen aber auch eine Übungssache ist. Das passiert auch nicht von alleine. Ich darf dir aber insgesamt versprechen, bei allen Bereichen, die ich dir jetzt gerade erwähnt habe, wenn du anfängst loszugehen, wird alles Stück für Stück besser. Das Einzige, was du natürlich haben darfst, ist etwas Geduld. Wenn ich jetzt mal von mir aus gehe, ich habe ungefähr 18 bis 19 Jahre in einer gewissen Art und Weise mein Leben gelebt, was mich auf einen Punkt gebracht hat, was einfach nicht mehr funktioniert hat. Ich war kurz davor, wirklich eine krankhafte Ernährung anzunehmen. Ich habe meinen Körper stets und ständig traktiert. Ich habe viel zu unregelmäßig, aber viel zu intensiv Sport durchgeführt und so weiter und so fort. Und ich habe heute mit 34 Jahren, kann ich sagen, ich lebe genauso, dass mein Körper und ich wirklich in ewigen Frieden leben können. Wir lieben uns. Und es dauert. Das dauert. Ich weiß auch gar nicht, wann der Punkt war, wo ich genau dieses Gefühl hatte. Du wirst es auf jeden Fall irgendwann spüren. Du wirst spüren, wow, geil. Und dann reguliert sich dein Gewicht genau darauf ein, ganz automatisch, wo er sich am wohlsten fühlt. Du wirst es feststellen, auch wenn du dir das jetzt gerade nicht vorstellen kannst, dass wenn du mit deinem Körper Frieden schließt, wenn du beginnst zu schauen, dass deine Ernährung für deinen Körper sinnvoll ist, dass dein Körper daraus Energie zieht und nicht dadurch müde und schwach wird, dass du beginnst ganz automatisch dein Idealgewicht einzunehmen, dass du da ganz automatisch ankommst. Das reguliert sich dann. Du darfst einfach, ja, zusammen mit deinem Körper arbeiten. Arbeite zusammen, beginne einfach bildlich gesehen deinen Körper an die Hand zu nehmen und denk immer daran, er ist das Einzige, was du in diesem Leben hast, was dir alles ermöglicht, was du möchtest. Alles. Deswegen bestrafe ihn nicht mit Entzug von Nährstoffen, bestrafe ihn nicht damit, dass indem du ihn verschleißen lässt, weil du ihn gar nicht benutzt, bestrafe ihn nicht damit, dass du einfach mal alle Jubeljahre mal denkst, du fängst mal wieder für eine Woche an mit sehr hochintensivem Sport und kannst es aber nicht durchhalten, weil dein Körper gar nicht darauf vorbereitet ist. Gehe Schritt für Schritt los und halte deinen Körper einfach an der Hand fest und arbeite zusammen. Du bist nicht alleine, du hast dich selbst. Also geh los und ja, erschaffe dir dein wundervolles Leben. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt mit diesem wirklich kleinen Ausschnitt aus dem Thema Ernährung vielleicht den einen oder anderen Impuls senden, um ganz einfach mal ein bisschen achtsamer in deine Ernährung reinzuschauen. Und falls du noch Fragen dazu hast, scheu dich nicht, egal wo du dich befindest, weil immer viele denken, sie können nicht mit mir zusammenarbeiten, weil sie sich so weit weg von meinem Wohnort befinden. Das ist Quatsch. Kontaktiere mich, wir können gerne mal telefonieren, über Zoom kontaktieren oder auch über WhatsApp, wie auch immer. Schreib mich an, erreichen kannst du mich über meine Homepage und auch über die Social Media Kontakte. Die Kontakte an sich werde ich dir wieder in meinen Shownotes notieren. Und genau, bis dahin wünsche ich mir von dir, dass du unter dem heutigen Post mir eine ganz liebe Nachricht hinterlässt. Beziehungsweise du mir einfach mal schreibst, wie du mit dem Thema Ernährung umgehst, wie du vielleicht mit deinem Körper Freundschaft schließt, wie du ganz einfach lebst. Wie du damit zurechtkommst, auch durch den ganzen Dschungel von Ernährungsformen, die es derzeit auf dem Markt gibt und die ja teilweise sehr, sehr hoch gehypt werden, wie du damit umgehst, wie das einfach für dich ist, deinen eigenen Geschichten aus all diesen vielen Dingen rauszuziehen und für dich etwas Perfektes zusammenzustellen. Schreib mir das gerne mal in den Kommentaren unter dem heutigen Post bei Instagram oder Facebook und ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns einfach connecten, wenn du vielleicht auch diese Folge teilst mit jemandem, der eventuell hier noch Herausforderungen hat, der vielleicht noch nicht ganz angekommen ist mit dem Thema Ernährung. Teilst, wenn nur so
kann ich meine Vision in die Welt bringen? Ich kann mit mehr Reichweite einfach noch mehr erreichen. Und das ist wirklich mein Wunsch, dass ich einfach das für mich kreieren kann, für dich kreieren kann und für so viele Menschen da draußen wie möglich. Genau, ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Denk dran, du bist das Beste, was dir jemals passiert ist und du darfst dich bedingungslos lieben. Bleibe bewegt, deine Marie.